Ja, liebe Freunde von Ayondo und liebe Freunde von der Finanzmarktrunde, das wird die heißeste Runde dieses Jahres auf jeden Fall bei 35 Grad in Frankfurt und ja, heute früh zur Aufnahme des Videos ist es noch relativ entspannt hier, aber ich hoffe trotzdem, dass wir eine schöne Runde zusammenbekommen. Sie können sich ja zu Hause vielleicht einen Eiskaffee hinstellen, das werde ich auch machen, oder andere kalte Getränke und dann diskutieren wir mal. Ob der Hype bei Pokémon vorbei sein wird, wenn das schöne Wetter auch wieder durch ist. Denn man stelle sich nur mal vor, Nintendo hätte dieses Spiel so Mitte Januar gelauncht und draußen wären es Regen gewesen und 3 Grad. Wie viele dann sich wohl diese App runtergeladen hätten und wie wild in die Parks gelaufen wären, um Pokémons zu fangen. Also strategisch natürlich gut gemacht, guter Zeitpunkt, aber. Naja, mehr als eine Verdopplung des Börsenwerts innerhalb von 10 Tagen, da kann man schon mal ein paar Fragezeichen dran machen, ob das so gerechtfertigt ist. Ich halte das für merklich überzogen, zumal die Marktkapitalisierung von Nintendo so langsam auf die mancher deutscher Autobauer hinzuläuft. Ja, ich glaube, das sind 4 Räder und gute Motorentechnik doch der bessere Weg für die nächsten Jahre als ein kurzfristiger Spiele. Hype. Zumal ja nicht nur Nintendo verdient, sondern allein Apple sich ein Drittel davon in die Tasche steckt. Und das ist eigentlich mein Gedanke, den wir diskutieren sollten. Ist Apple eigentlich der eigentliche Gewinner davon? Denn zum einen kriegen sie über den App Store ein Drittel der Erlöse. Zum anderen aber werden diejenigen, die dabei bleiben, dann am Ende natürlich sagen müssen, mit so einem 16 GB Handy komme ich überhaupt nicht weit. 64 wird vielleicht auch schon ein bisschen dünn. Ich brauche A mehr Akku und B mehr Speicherkapazität. Also das könnte mal wieder denjenigen in die Karten spielen, die das Equipment drumherum machen. Hatten wir das nicht früher irgendwie beim Goldschürfen, dass die Schaufeln eigentlich das Gute waren? Naja, also das heute Abend dann in der Finanzmarktrunde mit Egmont, der erklären darf, warum der DAX wieder über 10.000 steht und warum die Risiken bei den italienischen Banken vielleicht, weiß nicht, wieder weg sind, überschätzt sind, warum Draghi sie zuschüttet und was Draghi überhaupt macht diese Woche. Denn das steht ja auch noch auf dem Tablett. Und wenn man sich 2016 mal anguckt, dann war es bis jetzt immer so. Wenn Draghi gesprochen hat, dann war der VDAX New regelmäßig bei 20 und danach ging es erstmal wieder abwärts. Ob das jetzt im Sommer anders kommen könnte und ob übrigens, Blick auf das T-Shirt, der Brexit abgearbeitet ist. Alles ab 18 Uhr, Finanzmarktrunde. Wir haben wieder mal eine Menge zu tun. Microsoft-Quartalsergebnisse, Bayer, Monsanto. Bis später. Thank you.